die Raketen. So, nächster Part der Not-Kampagne. Wir sitzen hier natürlich richtig schön in der Klemme. Wir haben nämlich wieder eine typische Situation. Gegner hat viele Einheiten, wir haben wenige Einheiten. Gegner hat viel Geld, wir haben kein Geld. Und, naja. Den Rest kann man sich, glaube ich, ausmalen. Nordmund ist bereit. Erntet so viel, wie ihr könnt. Ich habe jetzt nur Angst, dass die Sammler dann losfahren und beim Tiberiumfeld des Feindes sammeln. Das ist natürlich nicht so der Hit. Suchen wir sie. Drum wir sollten wir mal hergehen. Ich hab was für sie. Los geht's. Und uns los, ein bisschen umsehen. Feindliche Basis in Sicht. Die feindliche Basis. Ach so, das Ding da oben. Ja, das müssen wir auch noch ausschalten. Vorwärts. Neues Modusziel. Zerstören Sie die Tiberium-Silos, werden wir natürlich nicht machen. Tiberium-Silos der GDI, um die Stadt zu kontaminieren. Ja, um die Stadt zu kontrollieren. Zu kontaminieren. Machen wir nicht. Schnell! Kann ich euch jetzt schon sagen, das lohnt sich nicht. Bin unterwegs. Die werden wir erobern. Oh, und weißt du was, die Stellung da, die machen wir jetzt auch mal kalt, weil... Yes. Komm schon. Boah, fuck. Alter, was kommt da alles? Das gefällt mir gar nicht. Na, wie gefällt euch das? Ach, wie schön, dass ihr erstmal ins Kreuzfeuer vom Feind lauft, bevor ihr feuern könnt. Das ist echt schön. Alter Schwede. Genau, räumt hier mal ordentlich auf. Boah, scheiße. Warte mal. Gehen wir auf die Jagd. Machen wir das mal so, dass wir hier genügend Geld für einen Saboteur haben. Ich werde dann soweit. Ihr fahrt jetzt erst einmal da hier Stellung halten, Feuer einstellen, zurück zur Waffenfabrik. Hallo? Was ist unser nächstes Ziel? Ja, manchmal reagiert die Steuerung einfach nicht. Das ist echt krass. Auf Sie! Und was auch lustig ist, dass die Verteidigungsanlagen nicht automatisch auf Gebäude feuern, wenn die vom Feind besetzt werden. Lass sie keine Ruhe! Lass sie nicht rankommen! Okay. Unser Stützpunkt. Ja, da kümmern die sich ja schon drum, was auch offiziell muss. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Saboteur? Ja, natürlich. Den schicken wir jetzt einfach mal da zu diesen Silos hin. Ich hoffe, dass die GDI da ein bisschen Geld drin hat. Weil wenn nicht, alter Schwede, mein Handy ist schon wieder nur halb voll. Also der Akku. Das ist mir echt ein Rätsel, wieso der so schnell leer ist. Bleibt in Bewegung, die auch noch. Okay. Ich häng sie alle ab. So, den abwählen und dann gehen wir hier mal gegen die Gegner vor. Beziehungsweise, nee, wir lassen es die Verteidigungsanlagen machen. Beziehungsweise, nee, das lassen wir nicht die Verteidigungsanlagen machen, die sind nämlich gleich hinüber. Boah, Alter. Bin unterwegs. Los. Wo ist denn jetzt unser Saboteur? Du, sofort da rein, los. Ausbildung, feindliche Basis in Sicht. Komm schon, lauf. Sie meinen, es wird uns gehören. Das Bonusziel werden wir dazu nicht erfüllen können, aber das ist ja Jacke wie... Hose, Kinder. Habe ich hier wirklich den leichten Schwierigkeitsgrad eingestellt? Weil irgendwie schaut es mir gerade nicht so danach aus. Alter Schwede. Boah, und die Sammler, die könnten wirklich ruhig mal in die Raffinerie reinfahren, wenn sie Tiberium haben. Leichte Beute! Auf in den Kampf! Kinder? Kinder? Hat der das Ding jetzt erobert, ja, ne? Verkaufen. Melden uns zum Dienst. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld rein. Zielgebiet sichern. Nordmund ist bereit. Na, schöne Scheiße. Und der greift immer zuerst die Einheiten an und dann erst die Verteidigungsanlagen. Ich habe kein Geld, ich kann nichts mehr machen. Die Verteidigungsanlagen kann ich nicht reparieren, ich kann keine Einheiten produzieren, wir haben kein Tiberium, das ist scheiße, das ist einfach nur scheiße. Aber ich kann, toll. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass diese Mission auf leichten Schwierigkeitsgrad so heftig war. Kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Ich könnte jetzt höchstens das hier probieren, aber...
Und ihr konzentriert eure Feuerkraft jetzt mal auf die schwächste Einheit. Oder am stärksten beschädigte Einheit. Ey, das kannst du vergessen. Das kannst du voll vergessen. Oh, Northampton Roads darfst du löschen. Das brauchen wir nicht mehr. GDI in Rom brauchen wir auch nicht mehr. Das ist ja ein schöner Spaß. Wir haben die Raketen. Jetzt pass auf. Da haben wir ja schon alles geschrottet. Das heißt, die Gebäude kann er nicht mehr besetzen, aber... Suchen wir sie! Wir wissen ja jetzt schon, dass er in die Gebäude reingehen wird. Also zerstören wir auch diese Einrichtungen. Wir werden jetzt einfach schon mal ein bisschen Vorbereitungen hier treffen. Und ich glaube, dann ist es wirklich das Gescheiteste, wenn wir hier im Stealth vorgehen. Das heißt, ich werde jetzt dann mal mit Shadows an die Sache rangehen. Vorausgesetzt, wir kriegen wieder Geld. Das ist natürlich das nächste Thema. So, alles ein bisschen aufräumen hier, Kinder. Der Gegner soll keine Gebäude mehr in der Reichweite unseres Stützpunktes besetzen können. So, da brechen wir mal alles ab. Hier ebenfalls. Gut. Das wird ein Test. Toll. Ursprünglich hieß das Missionsziel, wir sollen Washington erobern. Jetzt zerstören wir es. Wo sind feindliche Einheiten in sich? Alter, wo kommen denn die her? Jungs, zurück, 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 zurück. Los, lauft, 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 lauft. Zurück zum Stützpunkt. Alter, der ist fast voll mit Tiberium und rührt sich nicht, ne? Das ist echt geil. So, wird eigentlich dieses Ding da erforscht? Woran das? Ah ja, da haben wir es ja schon. Provides full resistance to Tiberium Radiation. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Tiberium Beam. Increases attack damage by 25%. Wäre natürlich nicht verkehrt, aber vorher schnappen wir uns den Saboteur und krallen uns die... die ganzen Signals vom Feind. So, wie sieht es denn eigentlich aus bei denen? Kampftruppe! Nieder mit den Unterdrückern! Geht mal da rein. Vertrauen Sie mir. Ihr zwei geht mal da rüber. Läuft auf jeden Fall hervorragend. Kann man echt nicht meckern. Nee, kann man wirklich nicht meckern. Also, oh Gott. Ich krieg hier gleich einen Herzinfarkt. Jetzt hat er da wieder ein Gebäude. Alter. Und die müssen erstmal um das Gebäude rumfahren. Wir machen euch fertig. Weil unsere Einheiten dürfen ja nicht durch Gebäude schießen. Der Gegner schon. Ich hab sie! So, jetzt räumt doch mal auf. Alter, das ist doch... Ich glaube, da gehen wir mit Flammenwaffen erst einmal rein. So, ab in die Nähe von der Raffinerie, von der Werkstatt, dass ihr repariert werdet. Neues Bonusziel erhalten. Boah, Alter, und jetzt kommt der wieder mit seinen scheiß Megapanzern daher, oder was? Was brauchen Sie? Mit seinen ganzen Panzertruppen. Ach toll, die, wo mit Missionsziel ausgewählt sind, die können gar nicht erobert werden. Seht ihr das? Ich kenne den Weg. Nicht wahr. Gebäude besetzt. Warte mal. Sprengfalle, aber kostet 200. Ich weiß, was Sie meinen. Ist natürlich nicht so prickelnd. Also, Devil's Tonkyo wollt man haben. Was wollte ich noch haben? Genau, noch Shadows. Ausbildung. Was ist unser nächstes Ziel? Hierher. Dieses wunderbare Leuchten. Eieieiei. Einheit wird angegriffen. Was? Shadow Team erwartet Befehle. Einheit wurde angegriffen, meinst du wohl? Er ist tot. Läuft ja sehr prickelnd. The Flame Shadow Team erwartet Befehle. So, Shadows. Ohne jede Spur. Shadows, ihr seid. Haben wir Platoon 1? Nee. Also seid ihr jetzt Platoon 1? Ihr fliegt jetzt mal, weil in der Luft könnt ihr nicht angegriffen werden. Da ist der Feind zu blöd zu. Das kriegt er nicht hin. So, du räumst jetzt da vorne mal auf, in der Hoffnung, dass kein Eingriff verfolgt. Ja klar, genau in dem Moment wollen sie angreifen, diese alten Säcke. Ach, das ist doch nicht wahr. Fahrst jetzt bitte ganz nah ran.
und grillst. Ne? Immer schön gegrillt. Jungs, zurück. Hinter die Verteidigungslinie. Zurück, zurück, zurück. Zurück, das ist ein gottverdammter Befehl. Jetzt kommt schon. Sorry, aber manchmal ist die KI einfach nur für einen Mülleimer gedacht, wenn du mich fragst. So, und während die da jetzt mit Ballern beschäftigt sind, arbeiten wir uns mal mit den Notch-Shadows vor. Alter, da drüben kommt gleich die nächste Armee. Sag mal, wo kommen diese Truppen her? Alter! Das darf doch nicht wahr sein. Wie kriegt denn die ganzen Einheiten her? Ich kann mich nicht erinnern, also beim besten Willen nicht. Ich habe halt, ich habe die Mission sowohl in der Vanilla-Version als auch in der Modifikation Tiberium Essence schon einmal gespielt. Und ich glaube auf leichtem Schwierigkeitsgrad und auf normalem. Und da hatte ich es nicht, dass solche Angriffstruppen gekommen sind. Weil, ihr habt ja gesehen, die sind hier aus dem Nichts, also aus dem schwarzen Bereich hier aufgetaucht. Das waren Verstärkungen für den Feind. Sowas hatte ich noch nie in der Mission. Also, ich möchte echt mal wissen, was hier heute abläuft. Ich glaube, ich starte das Spiel gleich mal neu. Vielleicht ist das irgendein Bug oder weiß Gott was. Oder es war ein Bug, dass die Typen nicht gekommen sind. So rum. Ha. Ist natürlich noch beschissener. So, jetzt pass mal auf, was wir machen müssen. Wenn wir den gegnerischen Stützpunkt bombardieren wollen, müssen hier die Kraftwerke zerstört werden. Und was ich jetzt seltsam finde, in der vorherigen Mission haben zwei Notch Shadows ausgereicht, um ein Kraftwerk zu zerstören, und jetzt irgendwie nicht. Also ganz, ganz komisch. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einheiten hier. Ich hab was für Sie. Was steht als nächstes an? Ausbildung. Und vielleicht, ja, nicht so viele von denen, aber viel, viel mehr Lock-Mods. Alter Schwede. Nicht schon wieder. Aber das haben wir gleich. Pass mal auf, wir haben ja hier das Tiberium-Silo. Einheit bereit. Hier lang, Männer. Oh Mann. Du feuerst jetzt aber nicht. Achso, es ist so ein Missile Squad. Und schon wieder kein Geld mehr, das ist doch nicht wahr. Alter, komm schon. Nur ein Shadow Team hätte ich ganz gerne. In Bereitschaft. Entschlossen. So, dann fliegt ihr mal bitte zu unserem anderen Shadow Team. Konzentration. Die sind mittlerweile nämlich wieder aufgeladen. Schmeißt ihr mal eure Bomben raus, Kinder. Na, klasse. Jetzt setzt der Bug wieder an, dass sie die Bomben nicht abwerfen. Oh, Kopfweh. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Kopfweh. Und wieso hält eigentlich der Akku von meinem Handy nicht mehr? So alt ist das Teil noch gar nicht. Das ist jetzt gerade mal... Warte mal, wann habe ich das gekauft? Letzten Sommer, glaube ich. Also noch nicht mal ein Jahr alt. Das ist unser Weg. Ich hatte das Handy gestern. Warte mal, wann hatte ich das? Vorgestern Nacht? Ja, genau. Vorgestern Nacht bis gestern in der Früh hatte ich das an der Ladestation. Und jetzt ist es schon wieder. Ja, eigentlich über. Bis über die Hälfte ist es. Nee, was rede ich denn da? Bis über die Hälfte, genau. Alter, das gibt's doch nicht. Wie viele Bomben soll man denn da draufschmeißen? Das ist jetzt nur noch zu 2/5 voll, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe Bluetooth in der Zeit eingesetzt, ja, aber... Das Bluetooth, das zieht zwar jede Menge Energie ab, aber eigentlich müsste es doch noch eine Weile halten. Weil ich habe früher, was heißt früher, letztes Jahr noch, habe ich das Handy mit Bluetooth, habe ich Musik gehört, teilweise... 3-4 Stunden am Stück. Und das jeden Tag. Und dann musste ich das Handy erst alle 2 oder 3 Tage aufladen. Und jetzt darf ich es im Grunde genommen jeden Tag an die Ladestation hängen. Habe ich jetzt schon so den Akku ausgezuzelt oder was? Gibt's doch nicht. So, wie viele Bomben baue ich jetzt noch?
Also 5 Notch-Shadows braucht man, um ein Kraftwerk zu zerstören. Jetzt sind es wahrscheinlich noch mehr. Das ist jetzt natürlich bescheuert. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir hier wie bei der Mission Alexandria 20, 30 Folgen oder so rausbringen. Alter, der Kerl regt mich auf mit seinen verdammten Gebäuden hier. Nee, also langsam. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier wirklich aufräumen. Alter, wie viel Schuss hält denn der aus? Rifleman Squad, der schaut aus wie ein Kommando. Komisch. So, das Gebäude wäre Geschichte. Das Gebäude wäre Geschichte. Sorgen wir hier auch noch kurz für Geschichte. Der wird hier nichts mehr besetzen. Jetzt ist Schluss mit lustig. So, das Gebäude weg. Ich frage mich halt bloß, ich glaube, ich werde hier mal wieder ein paar Folgen offscreen spielen müssen. Was natürlich beschissen ist, was natürlich total beschissen ist, weil ich muss eigentlich heute jede Menge Folgen aufnehmen für die komplette Woche. Nein, den greifst du nicht an. So, komm, den machen wir jetzt auch noch kalt hier. Dass wir hier komplett offenes Feld haben. Du wirst hier nichts mehr besetzen, mein Freund. Gar nichts mehr. So. Ach komm, das Gebäude können wir noch komplett einreißen, wenn wir schon dabei sind. Na, ist hier Schluss mit lustig, Kinder. Alter, jetzt greift der wieder an, oder was? Ihr Notch-Shadows, ihr bleibt mal bitte hier oben. Was machen wir denn mit denen? Schauen wir mal, der Gegner hat doch bestimmt... Hat der Luftabwehr da drin stehen, ja oder ja? Feindliche Basis in Sicht. Sieht fast so danach aus. Das ist unser Weg. Dann machen wir hier mal Feuer einstellen, nicht, dass die noch irgendeinen Blödsinn anstellen hier. Sind das jetzt Luftabwehr? Nee, das sind Vulkankanonen. Ist doch eine Vulkankanone? Tatsache, der hat keine Luftabwehr hier. Okay, weißt du was, dann bombardieren wir jetzt mal seine Waffenfabrik. Ich hoffe, das... Scheiße. Ich habe gerade sämtlichen Einheiten den Befehl gegeben, da hochzufahren. Jetzt locken wir natürlich die ganze Armee dann. Oh. Hallo? Wie wäre es, wenn hier mal... Alter, habe ich nicht gerade gesagt, Shadows hier oben bleiben? Alter, wenn die Einheiten machen, was sie lustig sind, oder? Das ist echt eine Show. Das müsste man filmen und auf YouTube veröffentlichen. Oh Gott, ich ohrfeig mich gleich. Die GDI zieht Verstärkung heran, Kommandant. Alter Schwede. Nein, warum kriegen die jetzt Verstärkung? Es hieß doch in der Intro von der Mission, dass wir Verstärkung kriegen. Wo ist denn die Verstärkung, bitte? Erklär mir das mal einer. Los geht's! Wo sind denn überhaupt unsere Sammler? Hier, kommt der schon wieder fast voll und leert nicht aus hier. Das gibt's ja nicht. In Bereitschaft. Alter, jetzt sag mir nicht, dass die Kerle unsere Notch-Shadows sehen können. Das ist doch nicht wahr. Ey, warum können die die sehen? Wegen den Vulkankanonen oder was? Das ist doch nicht wahr. Ich muss dem echt den Saft abdrehen, dem Kerl. Pass mal auf. Du landest jetzt mal und platzierst da Sprengladungen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Komm, bisschen schneller, zackig. Wird erledigt. Mit dem Wind. Shadow-Team bereit. Langsam. Unterwegs. Langsam, hier sind nirgendwo Einheiten, die hier scannen könnten oder so. Es kann nicht sein, dass die schon wieder entdeckt werden. Ja toll, und jetzt setzt der Bug wieder an. Oh, Kinder, Kopf durch die Wand. Aber richtig, Kopf durch die Wand. Komm schon, landet hier irgendwo. Das ist echt zu viel des Guten. Wir haben unser Ziel. In Gleitflug. Lautlos, bereit. Einheit wird angegriffen. Der Weg ist frei.
So, ihr landet da jetzt auch mal und platziert wieder eine Sprengladung, dass wir hier die Waffenfabrik wegkriegen, weil dann produziert er da schon mal keine Einheiten mehr. Wird erledigt. Hier geht's lang. Vielleicht ist es auch... Hallo? Hallo? Alter, dann gehört's euch nicht anders. Laufen die einfach da hoch? Ich hab doch gesagt, die sollen erstmal starten. Ich häng sie alle ab. So, ihr bleibt mal schön da unten und spielt hier die Stützpunktverteidigung, gell? Schnell! Hier geht's lang. Unterwegs. Alter Schwede. Das ist unser Weg. Vorsicht. So, dann können wir noch mal ein paar Bomben abwerfen, in der Hoffnung, dass der Bug nicht ansetzt. Aber natürlich tut er es. Och, Kinder. Konzentration. Das ist traurig. Und wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Also entweder mache ich Überfolgen oder ich spiele ein bisschen offscreen. Aber ich glaube, ich spiele offscreen, weil ich habe echt keinen Bock hier. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt es überhaupt nicht, wenn ich von einer einzigen Folge hier 5 oder 6 Parts hochladen muss. Habe ich echt keine Lust zu. Vorsicht. So, Sprengladung nochmal. Komm schon, weg mit dem Ding. Geht doch. So, eine Waffenfabrik hätten wir. Schnell. Jetzt schickt man die Shadows erstmal nach Hause. Die sollen in die Kaserne, damit sie geheilt werden. Dann können wir hier mal ein neues Shadow-Team ausbilden. Shadow-Team bereit. Gehen wir auf die Jagd! Okay, jetzt hätte ich ganz gerne mal alle beschädigten Fahrzeuge bei der Raffinerie. Der Raffinerie, so sage ich dauernd Raffinerie. Ich meine natürlich, Vorsicht. In Bereitschaft. Bei der Waffenfabrik. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal die Folge pausieren. Und dann muss ich mal gucken, ob man hier irgendwie, ob ich irgendwas offscreen machen kann oder so. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Tschüss!